Flag support is getting through. Roger. No resistance yet. Fire on the enemy! Es passiert etwas. Wir haben es schon lange gewusst. Der Westen wusste es. America is addicted to oil. It's inconceivable to me that our children be able to maintain the American way of life and that the world won't be full of resource-based wars of all kinds. Der Osten wusste es. It will provide for a significant increase in the volume of oil supplies from Russia to China. Wir wussten es bereits vor einem Jahrhundert. There is no doubt about our absolute and complete dependence on oil. Without oil, civilization as we know it could not exist. Das Öl wurde knapp. Damit wuchsen wir auf. Nach dem Mittleren Osten, nach der Ölkrise, nach allem. Das, was sie die lange Not nannten. Es begann langsam. Kleine Dinge zunächst. Schlangen an den Tankstellen. Der heiße Sommer von 2008, als die Stromausfälle plötzlich Wochen dauerten. Die Vogelgrippe schlug 09 zu. Ich wurde von der Schule genommen, denn es gab zu wenig Impfstoff. Sie sagten, es würde besser werden. Etwas würde uns retten. Biosprit, Solarenergie, saubere Kernkraftwerke vielleicht. Die Depression kam 2012. Afrika gingen die Nahrungsmittel aus und uns auch. Die Leute versuchten alles, um einfach nur zu überleben. Wir hatten sie 40 Jahre lang hungern sehen. Es war uns unwirklich erschienen. Doch dann sahen wir die Szenen aus den Nachrichten plötzlich in unseren Straßen. Das geht seit Jahren so. Jetzt sind wir am Wendepunkt. Ich war 16, als die Chinesen und Russen bemerkten, dass sie besser uns als sich bekämpften. Schnell wurde die Koalition gegründet. Jetzt bekämpfen wir uns gegenseitig an den letzten Lachen des Kaspischen Meers. Ich verließ die Schule und ging zur AP. Die schickten mich nach Übersee. Hier in Turkmenistan sieht man es deutlicher in den kleinen Fertigstädten, die der Ölboom in Zentralasien zurückließ. Hier wird es geschehen. In Städten, die zu klein sind, um Namen zu haben, die in 2 Wochen von der Ölindustrie gebaut wurden. Es ist 2024, das 21. Jahrhundert. Leute fragen mich, wie wir das geschehen lassen konnten. Ich sage ihnen, wir wussten es schon immer. Der Sturm zieht auf. Kommando an Trupp 21 Delta.
Sie lösen Kompanie Alpha von ihrer Raffineriepatrouille um 1.13 vorübergehend ab. Ein Sandsturm hat dort die Funkverbindung und unsere Satellitenanbindung unterbrochen. Sobald Sie landen, suchen Sie nach einer funktionierenden Funkfrequenz und lassen Kompanie Alpha einen Bericht erstatten. Ach, und zeigen Sie etwas Respekt vor dem Reporter, der dabei ist. Die Koalition möchte, dass man zu Hause erfährt, wie wir uns um unsere Energiebedürfnisse kümmern. Versuchen Sie, sich in diesem Dorf nicht so sehr zu langweilen, meine Herren. Sie werden in wenigen Wochen wieder abgezogen. Kommando, Ende. ETA, 3 Minuten. Danke für die Infos, Skipper. Ich warte aber noch auf die Bordverpflegung. Ihr Typen seid also jetzt im Anflug? Ah, Sie müssen dann wohl der Paparazzo sein. Sei freundlich, Brayley. Ja, wir kommen vom Katastropheneinsatz in Anchorage. Wir sollen auf den Ölfeldern der Koalition patrouillieren. Staff Sergeant Whitburn, Delta-Truppführer. Andrews, Affiliated Press. Ich drehe einen Bericht über die Militäreinsätze am Kaspischen Meer. Werde euch Typen zu Helden machen. Zu spät. Ich wurde als Held geboren. Ha, ein Held zur Stadtwache abkommandiert. Interessant. Nähern uns den Pipelines. Willkommen im Sommerlager, Jungs. Ist das ein Scherz? Sie sagen, es sei eine Stadt. Eher ein Bergbaulager. Eine Müllkippe. Eine recht wertvolle Müllkippe. Ein Großteil des restlichen Öls befindet sich hier. Ist das so, Princeton? Warum gehen wir da nicht? Scheiße! Mayday! Mayday! Das war echt! Steht unter Schwerbeschuss! Wir haben den Heckrufer verloren! Schwerfeuer! Kopf unten halten, Brayley! Wir verlieren ihn! Captain, holen Sie uns hier raus sofort! Achtung! Pass auf den Turm auf, den Turm! Megabeat! Achtung! Oh mein Gott! Achtung, Aufprall! Wir sind gleich kräftig! Hey, ist in Ordnung? Feinde! In Ordnung! Ich sehe sie! Hinter diesen Maschinen haben sich Feinde versteckt! Unterwegs.
Feind gesichtet! Wir sind bei den Maschinen! Feind in Sicht! Merkt sie nieder! Wir rufen meine Kümmern! Schießt auf uns! Schießt zurück! Verstanden! Ich hab sie im Visier! Zum nächsten Ziel vorrücken! Aufpassen! Bewegung, Bewegung, Bewegung! Runter, runter! Die Feinde benutzen diese Geräte als Deckung! Der Kampfraum ist nun leer. Ausgezeichnete Arbeit, Stradox! Zum nächsten Auftrag! Sie nieder! Hat sich davor, mein! Stellungswechsel!
Dieses Ziel ist gesichert. Volltreffer! Schnappen wir uns den nächsten! Feind im Anmarsch! Hinter diesen Maschinen haben sich Feinde versteckt! Stellungswechsel! Gib mir Deckung! Waffenkammer gesichert. Gute Arbeit. Nehmen Sie die Waffen für sich selbst. Gute Arbeit. Jetzt kommen zwei schwer bewaffnete Wachtürme am Fuhrparkplatz, die die Straße zur Raffinerie überwachen. Ich blende Sie in Ihren Halt ein. Sie müssen sie ausschalten, wenn wir die Straße frei haben wollen. Ist das erledigt, schauen Sie in der Garage nach leichten Panzerfahrzeugen. Von mir aus kannst du weitergehen! Thank you.
Maddox? Ist der Reporter Andrews noch bei Ihnen? Negativ, wir wissen nicht, was ihm passiert ist. Es scheint, dass die Rotstarren ihn geschnappt haben. Ich gebe Bescheid, wenn wir mehr wissen. Na toll, jetzt müssen wir auch noch babysitten. Hören Sie zu, Brayley. Ich habe Sie schon Leute retten sehen, ob Sie es nur zugeben oder nicht. Bringen wir es hinter uns. Achtung, Stray Dogs am Boden. Es geht um Folgendes. Sie sollen die Raffinerieanlage in dieser Gegend sichern. Sie sind der Schlüssel zur Energiepolitik der Koalition. Verstanden, Kommando. Wir sind dran. Kommando, die Ölanlage wird von bewaffneten Truppen bewacht. Verstanden. Aufklärung bestätigt mobile Kampfeinheiten im Nordosten und Nordwesten. Die haben sie nicht eingenommen, um sie unbewacht zu lassen. Ausgezeichnete Arbeit, Männer.
großer Trupp Rotsterne nähert sich der Raffinerie. Evakuieren Sie die Stellung und formieren Sie sich neu. Wovon reden Sie? Wir haben die gerade kalt gemacht. Beruhigen Sie sich, Brayley. Kommando, was schlagen Sie vor? Schwere Rotsternpanzer nähert sich und da ist noch mehr auf dem Weg. Ich schicke einen Hubschrauber, um Sie rauszuholen. Wir bitten Sie aber, diesen AP-Reporter Andrews zu retten. Den Satellitenbildern zufolge wird er in einem Gebäude am Nordende der Raffinerie gefangen gehalten. Panzer sind bereits hier. Wir müssen daran vorbei. Von der Zentrale bekommen. Offenbar strömen Rotsterne über die Grenze von Turkmenistan. Was? Die sind doch auf unserer Seite. Überleg mal. Hunger, Krankheiten und die Wirtschaft ist fast am Ende. Die gesamten Ölvorräte. Das ist ein Pulverfass, das nur gezündet werden muss. Der dritte Weltkrieg, Princeton. So hat es begonnen. War das der dritte Weltkrieg? Wir wussten es nicht. Aber eines wussten wir alle. Die Rotstern-Truppen hatten schwer zugeschlagen. Fast alle Koalitionstruppen in Turkmenistan waren weg. An diesem Punkt begann die Koalition ihre ersten Offensiven in diesem Krieg. Die Truppen waren bereit. Und doch schienen die Rotstern-Truppen überall zu sein. Der Kampf um die Energieanlagen am Kaspischen Meer war brutal. Aber die größte Neuigkeit war, dass die Chinesen in Taiwan eingefallen waren. Die Dinge gerieten wirklich außer Kontrolle. Und die Stray Dogs zogen jetzt nach Norden. Sie wollten ihren ganz persönlichen Rachefeldzug starten. Sergeant Thompson hatte dafür gesorgt. Haben gar nichts gebracht. Ich dachte, es gäbe etwas, um alles in Ordnung zu bringen. Hör zu, Finch. Die Scheiße hat eben nicht geklappt. Jetzt muss ich meine Familie von Wasser und Brot ernähren. Sergeant Thompson, wir sind im Anflug. Okay, Männer, hört zu. Und alle, die mich noch nicht kennen, hören ganz genau zu. Die Stray Dogs haben viel Mist erlebt. Erst saufen wir in Alaska ab, dann greifen die Rotsterne uns in Turkmenistan an. Jetzt kommt unsere Offensive. Denn wir werden die Rotsterne nach Hause schicken. Ja. Denn wir sind die Stray Dogs. Wir stecken ein, wir teilen aus. Genau das will ich hören. Sobald wir am Boden sind, teilt uns das Kommando unsere Auftragsdetails mit. Sachen packen und Absprung vorbereiten.
Dogs kümmern sich drum. Los, Stray Dogs, macht das, was ihr am besten könnt. Ich sehe sie! Schnappen wir sie uns! Auf geht's!
brauchen mehr als einen Panzer, um uns aufzuhalten. Ich brauche eine neue Deckung. Gute Arbeit, Männer. Achtet auf die Gassen. Die Rotsterne versuchen von der Seite anzugreifen. Wo wollen die alle hin? Laufen die zu ihrer Mann? Munitionslager gesichert. Wir müssen weiter, Stray Dog! Gebt mir Deckung! Die können ruhig abhauen, dann sterben sie im Erschöpf! Wir müssen hier weg! Geh in Deckung! Das sind die Rohre! Schalten Sie sie aus! Für den ist das Spiel zu Ende! Die Schüsse von den Panzerkörpern! Maschinen zu rechten aus beschossen! Gleich gesichert! Ich kann von hier aus nichts treffen! Werfen Sie die nicht von dieser wechseln. Welt! Halt dich in Infanterie! Deckung! Da! Hinter den Geräten! Rücken wir vor! Wechsle die Stellung! Gib mir Deckung! Wir sind überall Rotsterne, stehen unter schwerem Beschuss! Das Hauptquartier ist extrem heiß! Seien Sie in den Gängen vorsichtig! Besser du als ich, Kumpel! Gute Arbeit. Die Jungs von Forschung und Entwicklung werden diese Informationen gut gebrauchen können. In Deckung! Wechsle die Stellung! Weiter geht's! Gib mir Deckung! Sonst... Ab!
Von hier aus kann ich nichts treffen! Feinde! Ich wechsle in die Welt! Verteidigen Sie die Stellung!
Angriffen hält. Die übrigen werden den Angriff fortsetzen. Ja, Sir, wir bleiben hier und halten die Stellung. Gute Arbeit, Stray Dogs. Aber diese Panzerfabrik gehört noch immer den Rotsternen. Es gibt drei Tore, die auf das Fabrikgelände führen. Bevor wir die Fabrik angreifen, müssen wir mindestens ein Tor unter Kontrolle haben. Aufgepasst, die wissen, was wir wollen. Oh!
Leute hier sind jetzt arbeitslos.
noch ein paar davon und wir fahren nach Hause. Teufel, ja. Noch nicht packen. Ich habe weitere Neuigkeiten. Die Kämpfe breiten sich inzwischen nach Korea und auf das südchinesische Meer aus. Letzte Nacht ist China in Taiwan eingefallen. Und weil China nun an zwei Fronten beschäftigt ist, sind die Russen verzweifelt. Unberechenbar. Wer weiß, was die noch anrichten. Was glauben Sie, was noch kommt? Nun, entweder Washington oder Moskau wird dran glauben müssen. Dann wurde heimgezahlt. Eine große Rotstern-Panzerfabrik nicht einfach nur zerstört, sondern, was für die Rotsterne noch schlimmer war, eingenommen. In einer Zeit der Verzweiflung, die alle menschlichen Bemühungen zunichte macht, sind Ressourcen mehr als wertvoll. Was uns zu einem kleinen verzweifelten Aufklärungsauftrag bringt, dessen Ziel weit hinter den feindlichen Linien lag. Die Hoffnung für den ersten frühen Wendepunkt des Krieges. Es war David gegen Goliath. Eine überambitionierte, unmögliche Aufgabe. Doch keiner sah sie kommen, vor allem nicht die Chinesen. Gerätecheck. AAD aktiv. Ausrüstung bereit, Lieutenant. Nehmen Sie Ihre Waffen auf. Kommando nennt Ziele, wenn Sie gelandet sind. Achtung, Fox. Sprungbereitschaft. Jetzt! Yes. Los, los, los! Nach Turkmenistan zu schicken. Der Feind weiß nichts von ihrer Gegenwart. Wir haben aber mehrere Patrouillen gesichtet. Eliminieren Sie die drei Vorposten. Sie sind auf Ihrem Hard markiert. Kontakt mit Feindeinheiten bestätigt. Handeln Sie nach eigenem Ermessen. Bleiben Sie in Bewegung.
Bestätigt. Bereich frei. Vorposten gesichert. Bestätigt. Vorposten gesichert. Gute Arbeit, Black Halo. Der erste Bereich ist frei. Jetzt kommen noch zwei Zielobjekte. Ein Funkwagen und ein dritter Vorposten oben auf dem Kamm. Haben Sie diese eliminiert, können Sie unentdeckt ins Dorf vordringen. Funkwagen gesichert. Thank you.
falsche Richtung. Begeben Sie sich sofort wieder zu Ihrer Stellung. Ausläufern der Stadt steht Flugabwehr. Schalten Sie sie aus, damit wir Ihnen Verstärkung einziehen können. Verstärkung auf dem Weg zu Ihnen. Bevorstehende Ankunft vorbereiten. Sie sind sicher nicht da!
Plan in der Wüste. Feind gesichtet! Diese Tür da! Macht eine Verschnaufpause, Jungs! Wechsel die Stellung! Gute Arbeit, Männer! Und jetzt die schlechten Neuigkeiten. Die Satellitenbilder zeigen einen Konvoi aus Rotsternpanzern und Infanterie auf dem Weg nach Turkmenistan. Die kommen von Norden direkt auf das Dorf zu. Sie müssen das Dorf um jeden Preis halten. Nehmen Sie alles, was Sie brauchen, und bauen Sie eine Verteidigung auf. Sie haben nicht viel Zeit. Diese Typen schaffen wir! Die Aufklärer berichten, dass die Rotsterne nur eine halbe Meile entfernt sind. Wie zum Teufel sollen wir all diese Panzer zerstören? Wir verschanzen uns besser. Wir können sie nicht aufhalten, indem wir unsere Ärsche in den Wind halten. Etwa eine Viertelmeile entfernt treffen sie auf eine Mischung aus Infanterie und leichten Fahrzeugen. Feuerschutz, ich rücke vor! Abrücken! Nächstes Ziel in Angriff nehmen! Brauche eine neue Deckung! Kommando! Sichtkontakt bestätigt! Verstanden! Wir haben keine Verstärkungstruppen in dieser Gegend! Geben Sie Ihr Bestes! Hinter dem Maschinen! Jetzt sind das Wasser, hinter dem Gerät! Da ist der Herzog!
ist erledigt! Halte durch, Stray Dogs! Satellitenbilder
Laser zeigen den Feind eliminiert oder zerschlagen. Glückwunsch, Stray Dogs. Sie hat den Krieg vielleicht zu unseren Gunsten gedreht. Hinter den Maschinen! Bestätigt. Wir haben Ihre Position auf dem Netz und bestätigen Ihren Bericht. Alle Rotsternpanzer im Tal wurden eliminiert. Ein außergewöhnlicher Sieg für die Koalition. Unsere südlichen Panzerkompanien können nun selbst Offensiven starten. Ausgezeichnete Arbeit, Männer. Kommen Sie zurück. Wir durchquerten das weite Ödland von Kasachstan, als die Koalition plötzlich Truppen nach Norden schickte, über die russische Grenze. Dies war der Tag, an dem ich von den mörderischen Aufständen zu Hause hörte. Tausende von Toten. Die Leute waren genervt von Nahrungsmittelknappheit, Wassermangel und ständigen Stromausfällen. Diese Ausfälle tauchten die Nächte in den Städten in Anarchie. Sobald die Nacht anbrach, traute sich niemand mehr, das Haus zu verlassen. Die Gesellschaft hatte sich so sehr an die Elektrizität gewöhnt, dass sie von der Dunkelheit in den Wahnsinn getrieben wurde. Man sollte meinen, dass die Leute anpassungsfähig seien. Aber es wurde nur immer schlimmer. Als ich ein Kind war, hatte mein Großvater mir aus einem Buch vorgelesen. Es handelte von Kindern, die durchdrehten, als sie auf einer Insel strandeten. Der Gedanke dahinter war, dass Menschen zu Wilden werden, wenn sie nicht in einer strukturierten Gesellschaft leben. Nun, anscheinend hatte der Autor damit recht, denn die Gesellschaft brach um uns herum zusammen. Und an diesem Tag in Kasachstan brach alles andere um uns herum ebenfalls zusammen. Sie sehen mich hier in der Wüste am Rande Kasachstans, zusammen mit Mitgliedern der Stray Dogs Streitkräfte. Während wir hier reden, rücken sie nach Norden, nach Russland vor. Ein Zug des Koalitionskommandos, der nur mutig oder gefährlich genannt werden kann, der... Oh nein, verdammt! Raketen! Lauf! Atomraketen, verdammt! Deckung! In den Panzer! Weitere Rotsternpanzer, die sich vor Ihnen in Stellung bringen.
auf Sie zu. Wenn Sie stehen bleiben, sind Sie tot. Hier
Hier sind keine Rotsterne mehr. Der rote Stern ist untergegangen. Feindliche Einheit! Beschäftigen wir uns ein wenig. Präzisionsschlag unterwegs. Artillerie zerstört. Ausgezeichnete Arbeit.
Achtung, Kumpel! Hast du dieses Mal jemanden erschossen? Rolfe! Nicht unter Beschuss! Helfen Sie mir! Benutzen Sie Ihre Waffe, Soldat! Ziel ist das Treibstoffkontrollsystem an der Basis der Rampe. Wenn es gesprengt wird, zündet es die Treibstoffleitungen und somit alle Raketen. Die Rotsterne benutzen einen EMP-Generator. Er setzt alle Fahrzeuge innerhalb des Impulsradius außer Betrieb. Befehle! Marsch! Schießen Sie! Von diesen Geräten zur linken
Deckungsfeuer! Die Stellung! Und das am 4. Juli! Bereich gesichert! Ich hab sie im Visier! Gib mir Deckung! Ich wechsle die Stellung! Macht eine Verschnaufpause, Jungs! Warum sind wir noch mal in der Wüste? Anscheinend sind wir immer in der Wüste. Wir brauchen Deckungsfeuer! Das ist eine neue Deckung! Seht ihr, Jungs? Diese Rotsterne sind gar nicht so übel. Abschussbasis zerstört. Gute Arbeit, Stradox. Stradox, wir haben ein Problem. Die Treibstoffleitungen an der hinteren Startrampe haben nicht gezündet. Die Rakete ist wohl schon vollgetankt und abgekoppelt. Sie müssen zur Rampe und eine Ladung an der Rakete selbst anbringen. Beeilung!
Aufsetzen! Wir schnappen uns den nächsten! Verstanden! Genau deshalb bin ich hierher gekommen. In Ordnung, gehen wir weiter.
und A zugesetzt. Bestätigt. Na gut, ziehen wir los. Feindkontakt links, geschossen. Wie ich sagte, Andrews, der dritte Weltkrieg, ne? Aufsitzen, Männer, wir müssen los. Es ist noch nicht vorbei. Das Süd